Music at Work gleich mit Taylor Swift und I Knew You Were Trouble. Es folgt ein Beitrag der FFH-Partei, der Frühlingsfreunde Hessen. Es ist wirklich großartig, wie viele von Ihnen sich bei uns melden und Mitglied unserer FFH-Partei werden möchten. Wir haben inzwischen eine Hotpants-Beauftragte, einen Arschbombenminister und seit heute Morgen haben wir sogar eine Enthaarungsministerin. Ja, das braucht man auch. Und an der 069 19 75 ist jetzt Matthias Demand aus Polheim. Hallo Matthias, welchen Posten hätten Sie denn gerne in unserer FFH-Partei? Hallo Michael, mit dem Posten des Farbministers. Des Farbministers, ja, der gehört natürlich zum Frühling ganz, ganz wichtig mit dazu. Was haben Sie mit Farben zu tun? Ich bin Malermeister und ich bin vorhin durchs FFH-Land gefahren und sieht natürlich alles ziemlich trist aus und denke ich mir, das, was fehlt, ist ein wenig grün. Aber das Blöde ist, es ist noch nicht so viel da, was wir wirklich grün anmalen können. Das würde unser Außenminister, der Herr Sonnenschein, ja in die Wege leiten. Wir nehmen noch einen Bastelminister dazu, eine nette Origami-Dame, die dann in mühevoller Kleinarbeit schon ein paar Blätterchen zurechtschneidet. Würde ich sagen, das passt, ja. Aber nicht nur grün, ich hätte gerne für den Frühling auch noch ein paar andere Farben. Ja, aber sie gelb und rot, für ein paar Blümchen kriegen wir auch noch hin. Das Gelb kippen wir dann einfach noch über die paar Schneereste, die noch oben in der Hochhöhen liegen. Ja, die Armen, die sind ein wenig bestraft im Moment. Du kennst ja den Spruch, don't eat yellow snow. It don't taste so good. English for runaways. Yes. Matthias, herzlich willkommen in der FFH-Partei. Dankeschön, ja. Lass mal Bestes geben. Dann liebe Grüße nach Polheim. Zurück und ja, wir geben unser Bestes. Alles für den Frühling. Das war ein Beitrag der FFH-Partei, die Frühlingsfreunde Hessen.